BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Die Bahn will in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei 10 deutsche Bahnhöfe besser mit Videotechnik überwachen. Mit dabei sind auch 2 baden-württembergische Großbahnhöfe. Der Stuttgarter Hauptbahnhof. Experten zufolge gehört er, wie auch der Bahnhof in Mannheim, zu den 10 besonders gefährdeten Stationen, was die Gefahr möglicher Terroranschläge oder die Anzahl an sonst dort begangener Straftaten angeht. Ab 2016 soll deshalb die Videoüberwachung hier, 2015 bereits in Mannheim, ausgebaut und verbessert werden. Die Bahn will in das Programm für die 10 Bahnhöfe rund 36 Millionen investieren. Rund die Hälfte davon soll die Bundespolizei beisteuern. Streit gibt es indessen immer wieder über die Kosten. Die Bahn sieht die polizeiliche Videoüberwachung als Kernaufgabe des Staates an. Die Bundespolizei fordert hingegen mehr Investitionen in die Sicherheit der Reisenden. Der Bund stellt die notwendigen Gelder für die Verwirklichung von Straßenbauprojekten in Baden-Württemberg zur Verfügung. Das Land kann insofern Einfluss nehmen, als dass es eine Priorisierungsliste für besonders wichtige Baumaßnahmen an den Bund weitergeben kann. Margolsheim, ein Stadtteil von Münsingen mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, hat ein solches Anliegen. Deshalb waren heute die erste Vorsitzende des Fördervereins Margolsheim, Beate Schuchmann, und die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Beate Müller-Gemmeke, bei Verkehrsminister Winfried Herrmann in Stuttgart, um den Sachverhalt vorzulegen. Mehr als 600 Unterschriften sind zusammengekommen und konnten Verkehrsminister Winfried Herrmann überreicht werden. Bemerkenswert, weil der Münsinger Teilort Margolsheim nur 400 Einwohner hat. Es geht um den Wunsch, einen ca. 10 bis 15 Kilometer langen Radweg von Böttingen über Margolsheim bis nach Breithüllen zu bauen. Ich bin ja immer mit meiner Fahrradtour unterwegs im Sommer und dann bin ich eingeladen worden, nach Margolsheim zu kommen. Und mein erster Impuls war, wo ich so auf die Karte geguckt habe, okay, da komme ich mit dem Fahrrad nicht hin, also muss ich mit dem Auto fahren. Da sind wir von Münzingen nach Margolsheim gefahren. Und da konnte ich dann live mitbekommen, wie wichtig der Fahrradweg ist. Es ist gefährlich für Kinder, aber auch für Erwachsene. Also von daher, da muss was passieren. Auch eine damit einhergehende Anbindung der Stadt an den Alb-Donau-Kreis gehört für Sie als wichtige Maßnahme dazu. Innerhalb des Biosphärengebietes wäre es außerdem Ihrer Meinung nach für den Tourismus von Interesse. Der Landkreis Reutlingen hat schon signalisiert, dass er das Projekt priorisieren will. Inzwischen wissen wir, dass es auch in Stufe 1 kommen soll. Damit werden wir das auch ernst nehmen und versuchen, das bei uns unterzubringen. Allerdings muss ich halt sagen, nicht gleich und auch nicht sofort. Da müssen wir einfach schauen, wie wir das in die Reihenfolge bringen, weil wir eben halt auch andere Radwegeförderung noch machen müssen, die zum Teil natürlich noch mehr Radler betrifft als dieser Radweg. Beate Schuchmann, Initiatorin des Ganzen, ist zumindest schon mal froh, dass ihr Anliegen bis ins Verkehrsministerium vorgedrungen ist. Ich gehe nicht davon aus, dass ich nächstes Jahr schon radle, aber ich würde halt gern noch radeln, solange ich noch vom Alter her fit bin. Und so hoffe ich, dass wir das zumindest absehbar dann doch irgendwann finanziell und auch was wir vom Ort her tun können, begleiten können und dann irgendwann öffnen können und sagen können, so, jetzt radeln wir ganz bequem von Margolsheim nach Münzingen. Der Entwurf ist mittlerweile schon beim Landratsamt Reutlingen eingegangen. Von dort wandert er dann weiter zum Regierungspräsidium Tübingen. Ob das Land dann die Priorität auch an den Bund weitergibt, ist noch unsicher. Nach der Kür von Landtagspräsident Guido Wolf zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen gibt es in der Partei Diskussionen um die Zukunft von Fraktionschef Peter Haug. Laut Stuttgarter Zeitung gäbe es in Kreisen, die Wolf zugeneigt seien, die Erwartung, dass Haug freiwillig auf die Fraktionsspitze verzichte, um Wolf im Wahlkampf eine herausgehobene Position zu ermöglichen. Haug selbst hatte auf die Spitzenkandidatur verzichtet. Im Gegenzug sah Wolf von einer Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz ab. FDP-Fraktionschef Rühlke und der FDP-Obmann Goll denken über einen Boykott der Sitzungen im NSU-Untersuchungsausschuss nach, solange bis das Grünen-Mitglied Kerl seinen Verzicht erkläre. Opfer und hinterbliebenen Anwälte fordern demnach einen Rückzug des parlamentarischen Geschäftsführers der Grünen. Skerl habe im Zuge der sogenannten Gutachteraffäre Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit aufkommen lassen.
Das Tübinger Schokoladenfestival Schokolar hat laut der Veranstalter mehr als 250.000 Menschen in die Universitätsstadt gelockt. Beim größten Schokomarkt in ganz Deutschland haben rund 100 Schokolatiers aus 14 verschiedenen Ländern 6 Tage lang ihre kakaohaltigen Spezialitäten angeboten. Neben Besuchern aus ganz Deutschland haben auch eine Reisegruppe aus Italien und Journalisten aus Japan das Schokoladenfestival besucht. Die nächste Schokolar gibt es dann 2015 wieder, wie gewohnt in der ersten Dezemberwoche. Bei Waldshut ist am Sonntagmittag ein Sack mit Leichenteilen gefunden worden. Dabei handelt es sich um den Torso einer erwachsenen Frau. Kopf und Glieder fehlen. Eine Soko versucht jetzt, die Identität der Leiche und die Todesursache zu klären. Der Fundort des Sacks befand sich am Ortsende Richtung Schmitzingen, an einem Waldweg Richtung Seltenbach. Soweit die BW1 Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Dichte Wolken ziehen morgen übers Land. Hier und da bringen die nicht nur Regen, sondern auch ein paar Schneeflocken mit sich. Am höchsten ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee in der Landeshauptstadt, außerdem in Reutlingen, Albstadt, Freiburg und auf dem Feldberg. In weiten Teilen des Landes ist am Mittwoch mit Regen und teilweise auch mit Schneeregen zu rechnen. Die Sonne bekommen die Baden-Württemberger leider nicht zu Gesicht. Die Temperaturen pendeln im Schnitt zwischen 0 und 5 Grad. Weihnachtszirkus Achalmero der Achalm-Schule in Ehningen. Stadtgeschichte, religiöse Frömmigkeit und Brauchtum in und um die Gemeinde Elsach stehen im Mittelpunkt des örtlichen Heimatmuseums. Zu sehen sind die Ausstellungsstücke beispielsweise in einer originalgetreu eingerichteten Bauernstube. Teil der Dauerausstellung sind auch die Werke des Elsacher Künstlers Erwin Krumm. Auf eine Reise in die Vergangenheit lädt die Meersburg am Bodensee ihre Besucher ein. Hier arbeitete und lebte unter anderem die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Neben ihren Gemächern gibt es auch eine Gefängnisstube aus dem 19. Jahrhundert und eine Folterkammer zu sehen. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer zusätzlich einiges über Hexenverfolgung und die Justiz in früherer Zeit. Die Tore der Meersburg sind täglich von 9 bis 18:30 Uhr geöffnet. Echte japanische Pflanzen, eine Pagode und eine Schildkröteninsel mitten im Hochschwarzwald. Das bietet der japanische Garten unterhalb von Schloss Bonndorf. Bei der Parkanlage wurde darauf geachtet, alles so originalgetreu wie möglich zu gestalten. Der als Ort der Stille gedachte Garten ist jederzeit zugänglich. Ein Streifzug durch die Zeiten, vom Barock über Rokoko bis hin zum Klassizismus, verspricht das Residenzschloss Ludwigsburg. Ebenfalls bekannt ist die pompöse Parkanlage um das Schloss. Wie die Herzöge einst lebten, illustrieren die Prunkräume des Schlosses, die nur bei einer Führung täglich von 10 bis 17 Uhr zu besichtigen sind. Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns.